diesen Luxus, den es später gibt, dass wenn es auf der Bank ist und ja, man es einfach immer voll geheilt und ohne Startprobleme rausholt, den gibt es hier leider noch nicht. Alle, die auch mit dem Spiel aufgewachsen sind. Ich mach schon wieder, ich hab's gerade noch gesagt und ich renn schon wieder zum Heilen, ohne dass ich das. So, jemand das PC. Also es ist eine Eigenart von mir. Ich greife immer auf irgendjemand das PC zu. Sobald ich sehe, da steht irgendwo ein PC rum, egal wem der gehört, ich greife darauf zu, ich hole mir alles, was auf dem PC ist. Eigentlich kann ich ein bisschen schon wieder weg, oder? So. Ja, Raupi kommt weg. Raupi gegen Raupi, das ist. Oh ja, wir haben das Level 4 Raupi tatsächlich mitgenommen. Ein Überschuss an Käfern. Käfern. Wer kifft die Käfer? Wir kiffen. Okay. Das reicht jetzt. Und jetzt haben wir es auch geheilt. Ja, genau. Jetzt denken wir noch an die Bälle. Jetzt vergessen wir die auch wieder. Ich habe da irgendwie ein Talent für irgendwie alles, was ich zu besorgen habe, zu vergessen. Außer bei Frau. Nein, das vergesse ich nie. Oh Mann, was rede ich hier? Mal kurz schauen, ob mein Mikro da ausschlägt. Nee, mein Kater, einer meiner beiden Kater schnarcht gerade schon wieder im Hintergrund. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Er schnarcht irgendwie immer. Ich wollte auf jeden Fall gerade wissen, ob man das tatsächlich hört, aber nein, man hört es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo der Penner liegt. Voll am Rumknacken da. So, da sind wir wieder. Mit vollem Elan. Preschen wir wieder durchs Gebüsch hier. Wie so ein Bulldozer ebnen wir unseren Weg. Nur, dass das Gras stehen bleibt. Sieh mal einer an. Wenn mal in Höhlen so wenig Pokémon kommen würden, wie jetzt gerade hier, ne? Was haben wir da? Wir haben bestimmt schon über 50 Schritte jetzt im Gras gemacht, ohne dass ein Pokémon kam. Immer dann, wenn man irgendwo durch will oder gerade, keine Ahnung, Ende Mondberg ist oder so und kaum noch AP hat oder Ende Felstunnel oder so, dann kommen sie. Jetzt hätte man Zucker am Arsch. Ja, verrückt, wie wir hier einfach durchrennen. Ne? Ich hab nur noch was. Saftiges Korn hier. So, Milo geht ran. Ja, hau rein. Level 5, dann müsste es ja eigentlich auch bald schon die Hornattacke lernen. Damit wird das wirklich sehr viel angenehmer, Nidoran zu leveln. Vor allem auch bei Safcons, das ist ja am Anfang echt so eine Plage mit den Viechern. Und ihr schaut euch das auch noch an. Ich meine, ja, ich muss es machen, aber ihr schaut euch das an. Oder auch nicht. Wahrscheinlich bei der Begrüßung im ersten Part direkt ausgepackt, ausgeschaltet. Was ist das für ein Typ, ey? Den tue ich mir nicht an. Ja, verstehe ich. Ich auch nicht. Ich stelle es nur hoch. Also, nicht ins Regal. Ich stelle es online. Haben wir es dann hier irgendwann auch mal geschafft? So, hier, wir haben jetzt schon wieder 10 Mal Titel in den Typen reingehauen. Das Nidoran muss auch schon eine Beule am Kopf haben, ich weiß nicht. Ah, seht ihr das? Das sind gar nicht seine Ohren. Nein, das sind Beulen, die er gekriegt hat vom Reinrennen in dieses gehärtete Saftkorn. Was wir hier mit unserem Karnickel machen, oh, das. Wunder, dass der Tierschutz uns das Vieh noch nicht weggenommen hat.
Ganz ehrlich, die behandeln ihre Nidorans wahrscheinlich auch nicht anders. Die lassen sie auch überall reinrennen. So, Angriff 12, das ist doch gut. Der höchste Wert. Jo, können wir ordentlich weiter zulangen. Was will das Schild hier eigentlich? Ich wollte doch nur das Schild lesen. So weit wie dich haben wir schon. Ja, den Volltreffer. Ja, ich meine, natürlich, ich freue mich über den Volltreffer auf jeden Fall. Aber beim Safkorn wäre der natürlich noch sehr viel angenehmer gewesen. Aber auch wenn ich jetzt den zweiten Artikel gesehen habe, Volltreffer war jetzt irgendwie gar nicht mal so reinhauend. Also es war ein bisschen mehr. Ich meine, meistens, wenn es ein Volltreffer ist, ist es ja fast das Doppelte, was an Schaden rauskommt, aber hier waren jetzt allenfalls 50% mehr. So, Level 7. Bei Vergiftung hat sich das Gegengift aus dem Baum Pokémon Supermarkt bewährt, ja. Ich renne einfach zum nächsten Baum, wenn ich vergiftet bin. Haben wir da unten gesehen, das funktioniert. Ganz ehrlich, wann ist man. Ja, gut. Jetzt wollte ich sagen, wann ist man mal vergiftet, aber ich spiele die blaue Edition, ja, da kann ich es mir einfach machen. Ich meine, würde ich jetzt wie gewohnt die rote Edition spielen oder würden wir jetzt die rote Edition spielen, dann ja, hätten wir hier ein Horn Liu nach dem anderen. Ich nenne es lieber Horn Louis. Liu klingt so scheiße. Louis, Louis, Louis ist noch viel besser. Dann hätten wir hier ein Horn Liu nach dem anderen. Ich meine, gut, bei Nidorane, klar, es ist jetzt selber Gift, aber mit Chigi und allem anderen, was wir hier haben. Die werden dann doch schon eher mal vergiftet. Ganz ehrlich, der Weg hier ist so weit zurück zum Pokémon Center. Da lässt man es halt einfach krepieren. Ist doch so. Gehen sie halt drauf. Ich meine, hier gibt es sowieso noch keine Entwicklung, die durch Freundschaft bedingt wird. Das Erste, was wir uns da holen würden, wäre wahrscheinlich X-Bart. Und oder Hytera. Und nicht oder beide oder Hytera, ich nenne es Hytera, klingt für mich besser. Tatsächlich ist Scharnierer auch in meinem gewöhnlichen haben wir endlich die Hornattacke. Jawohl, tatsächlich ist Scharnierer auch in meinem eigentlichen Team drin, deshalb werden wir hier im Team auch keinen Scharnierer haben. Aber ich vermisse es jetzt schon, vor allem wenn wir dann nachher bei der Top 4 sind. Ich werde Scharnierer sowas von vermissen. Ganz ehrlich, ey, das Vieh geht einfach solo weg. Ein von Louis. Louis, Louis, Louis. So, erstmal neu sortieren hier. Oben. Ja, komm, hau mit dem das Horn auf die dicke Nase. Deswegen ist die Nase auch so angeschwollen. Ja, wir können. Pokébälle haben wir gekauft. Sehr gut, dann können wir es fangen. Oh, du bleibst auch drin. Dann steinigen wir dich mit Pokébällen. Euer Eintrag, selbstverständlich. Auch eine Raupe. Nee, ein Louis. Dieses Pokémon lebt in Wäldern und ernährt sich von Blättern. Es trägt einen giftigen Stachel. Wohin? Hä, wohin trägt es einen giftigen Stachel? Nach Oma oder was? Das ist voll toxisch, das Vieh. Alter. Honlui ist bestimmt so ein Hardcore-Rapper oder so. Und dann auch Louis, Louis, Louis. Man sieht es, mit Hornattacke machen wir jetzt schon deutlich mehr Schaden. Zwei Hornattacken und über die Hälfte ist schon weg. Wird natürlich nicht so halten. Er härtet sich weiter den Panzer. Genau, jetzt endlich mal ein Volltreffer zum richtigen Zeitpunkt. Genau so muss das laufen. Wie sieht es denn jetzt überhaupt aus? Level 8 ist unser Nidoran. Okay. Das heißt, falls wir auf Pikachu treffen, sobald wir auf Pikachu treffen,
Ein Falls gibt es hier nicht. Sobald wir auf Pikachu treffen, müssen wir das eventuell dann tatsächlich auch schon auswechseln. So eine immens schwache Verteidigung. Das knüppeln wir doch im Nu weg. Selbst der Schnabel von Habitak setzt dem ordentlich zu. Das, obwohl es nicht effektiv ist. Wie war das noch mit subjektiv betrachtet? Taucht Pikachu hier am öftesten auch auf? Ja. Das war es dann irgendwie auch schon wieder. Ne? Ich meine, natürlich, es lässt sich trotzdem wieder ewig Zeit. Und dann nachher, wenn man trainiert und es nicht mehr haben will, dann taucht es irgendwie innerhalb von 5 Kämpfen 3-mal auf. Ganz ehrlich, wer hat es erlebt? Ihr wisst doch bestimmt, wovon ich rede. Euch ist das doch mit Sicherheit nicht anders ergangen. So, welches Level hat... Ja, sehen wir beim nächsten Kampf. Welches Level Nidoran hat. Ich würde sagen, wir verbringen maximal... Ja, bis Level 10 hier auf der Suche nach Pikachu. Wenn es dann noch nicht aufgetaucht ist... Dann laufen wir einfach durch den Wald hier. Dann können wir uns auch etwas schneller wieder in Mamoria City heilen. So, eine Attacke. Ja, dann trainieren wir da oben noch unser Raupi hoch. Das soll auch nach oben. Es wird zwar kein permanenter Bestandteil unseres Teams werden, aber wir werden es auf jeden Fall noch brauchen. Wofür werden wir Raupi brauchen? Wir wollen es auf jeden Fall natürlich zu Safgorn entwickeln, das ist ja ganz klar. Dann trainieren wir es auch noch ein bisschen weiter, damit es zum einen Konfusion lernt und zum anderen die Sporenattacken. So, das ist kaputt. Sehr schön, ja, mit 9, das ging flott. Jetzt, wo es Hornattacke kann und ja, sobald es dann die... Da haben wir es. So, jetzt muss ich nicht töten. Ich tackle jetzt nicht zu viel für das Biest. Wir können es schon sehr gut gebrauchen. Ich meine, wir wollen es nicht haben, aber wir können es wirklich sehr gut gebrauchen. Alleine für Mistvieh. Also, zweite Arena-Leiterin und so. Mistvieh, Misty. Ist irgendwie das gleiche. Ich meine, eigentlich ist ja nur ihr Stami ein Mistvieh. Jeder, der da nicht Bisasam genommen hat, weiß, wovon ich rede. Das Stami ist echt gemein. Das war echt. So, wir haben es gefangen. Sehr schön. Das wollen wir. Wenn sich mehrere dieser Pokémon versammeln, kann ihre Energie Blitzgewitter erzeugen. Auch nicht. Möchtest du Pikachu einen Spitznamen geben? Und wie? Ich stehe nicht auf Spitznamen, aber das muss sein. So, Pihaichu. Wie ist der junge Bruder meines Kindheitsfreunds damals gesagt hat. Wird sogar passen. Da kommt mit T-S-C-H-U oder so wie es geschrieben wird mit C-H-U. Aber ja, alle Pikachu-Fans werden mich jetzt dafür haschen. Alle Pikachu-Fans werden mich jetzt hassen. Sie werden mich flamen. Sie werden mich sowas von hassen. Ich nenne das Pikachu einfach Pikachu. Pikachu. Jetzt fehlt das U. Ja, wir haben ein Pikachu. Ja. Ganz ehrlich, es erfüllt einen immer wieder. Mit genug, wenn man Pikachu so benennen kann. So, dann können wir jetzt tatsächlich auch unser Raupi nach vorne setzen. Unser Mäuschen kommt mal weg. Zack. Zack. Und dann geht's weiter. Ich glaube, hier lag nichts. Mal gedrückt, oder? Pfeil nach rechts, bei mir ist Pfeil nach rechts A.
Auch mit WASD. Einsaf kann. Oh, war ja. Wenn du dir mit unserem Raubi stellt euch auf einen langen. Oh, wir fehlen auch noch. Langen. Habe ich schon lang gesagt? Ich meinte langen. Also wirklich. Wirklich. Langen Kampf ein. Ich meine, theoretisch. Ich habe natürlich auch eine Speed-Taste. Nee, habe ich nicht. Bei dem Emulator habe ich gar keine Speed-Taste. Aber egal, ich hätte es sowieso nicht benutzt. Ganz ehrlich, wenn man einmal die Speed-Taste genutzt hat, dann will man sie zum einen wieder benutzen. Und zum anderen hat man sich so schnell an eben diesen Speed-Boost gewöhnt, dass einem das normale Spiel so extrem langsam vorkommt. Ich habe früher schon mal per Emulator so ein Pokémon-Spiel gespielt und dann auch irgendwie angefangen mit dem Speedboost rumzuhantieren. Und danach habe ich wirklich, oh Gott, die Krätze gekriegt. Nehmen wir mit. Als ich das nächste Mal Pokémon ohne Speedboost wieder auf dem richtigen Gameboy gespielt habe. Weil das alles so extrem langsam gewesen ist. Oh. Danach habe ich dann jahrelang erstmal. Giftstachel wäre nicht so cool gegen unser Hobby. Danach habe ich dann jahrelang wirklich kein Pokémon mehr gespielt. Ja. Nach vielen Jahren irgendwann dann mal wieder Pokémon gespielt. Dann. Oh, wir haben gar nicht viel HP. Ja. Auf jeden Fall habe ich nach diesen Jahren dann tatsächlich auch vergessen, wie es mit Speedboost gewesen ist und seitdem habe ich ihn auch nie wieder bei Pokémon benutzt. Ist auch besser so. So, Käfersammler wird Raupi in den Kampf. Ja, da wechseln wir mal. Mal schauen, welches Level sein Raupi hat. Bestimmt auch wieder 6, aber das war so klar. Vielleicht haben wir ja Glück und es spinnt seine Fäden. Es macht so oft Fadenschuss, dass wir es trotzdem platt hauen können. Aber das sieht gerade nicht so aus. 3 Schläge und wir sind weg. Und wir brauchen viel mehr. Oh ja, ein Schlag. Oder ein Volltreffer vielleicht, wenn er Glück hat und wir Pech. So ich es gesagt habe, ja. Okay, Nidoran. Nidoran. Geht's ran. Hält das aus? Ja, das hält es aus. Das ist drauf. Oh, ich hätte jetzt gedacht, er wäre schon tot. Am liebsten würde ich wirklich Tackle jetzt machen, weil es nur noch wenig braucht und ich bin wirklich jemand, der spart seine AP. Aber Hornattacke hat eine Trefferchance von 100%. Wenn Tackle danach daneben geht und er landet ein Volltreffer, ja, ich weiß, wenn, aber ist mir alles schon passiert. Es widerstrebt mir so, aber ich mache 100. So, Raub hier erreicht Level 6, das ist schon mal ein kleiner Fortschritt. Ich habe gerade gesehen, 10 Angriff hat unser Raub. Juhu, wir haben 60 Pfennig gewonnen, das ist wahnsinnig viel.